Ein Zuschauer hat mir bei Instagram geschrieben und mich gefragt, was die ganzen Gangzeichen überhaupt bedeuten. Darauf wusste ich keine Antwort, also habe ich ein bisschen recherchiert und eine Akte gefunden, in der die ersten Gangzeichen aufgelistet sind. Natürlich gibt es mittlerweile diverse andere Gangzeichen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Aber durch die Grundpfeiler der Gangzeichen kann man sich einen kleinen Überblick machen und ein wenig zwischen den Zeilen lesen. Crypt Click. Blurred, groß und klein geschrieben. VL für Vice Lord. EVL für Insane Vice Lords. Latin King. Westside. Southside. Northside. King. Doppelter King mit einer Dreizackkrone. Blurred ausgeschrieben. IC für Insane Crip. Eastside. Blurred Killer. CK für Crip Killer. Doppel K für King Killer. Dreizackkrone. PNPB Gang. FNPB Gang. Stern mit 6 Ecken. Stern mit 5 Ecken. 6 Killer. Großes BK für Blurred Killer. Blurred mit einer umgekehrten Dreizackkrone. Crip Eggballer Gang. Tiny Rascal Gang. Blurred mit 2 Händen ausgeschrieben. SBP für Southside Beach Posse. Und so geht es immer weiter. Jetzt können wir uns den Typen von Anfang nochmal mit unserem Halbwissen angucken. Aber selbst mit unserem Halbwissen werden wir eine Sache ganz schnell bemerken. Na, habt ihr es bemerkt? Das ganze Rumgefuchtel ergibt gar keinen Sinn. Was hat man davon, jemandem mit Zeichensprache zu sagen, dass man ein Killer ist? Ich hab das nie kapiert, Mann. Aber wenn ihr Bock auf solche Stories habt, dann werde ich mich für euch auf jeden Fall in die Gangkultur reinlesen und mehr solchen Stuff bringen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Gerne.